Gartens zu helfen und hier... Bin ich gerade gezuckt? Kann ich das jetzt nicht mehr ändern? Der Mitarbeiter wird selbst einen verfügbaren Platz zum Sitzen finden. Der soll nicht sitzen, der soll arbeiten. Damit strahlt ihre Katze auch nachts. Und guck dir diese süßen Mopsel hier an. Das mache ich für die restliche Zeit dieser Folge. Sing you later, Sunday. Hallo und herzlich willkommen zu Ohne Ton. Warum ist hier kein Ton? Wir spielen heute den Pet Shop Prolog. Ich habe hier keinen Ton, ich habe hier keine Einstellungen. Sprache? Deutsch! Okay. Laden erstellen. Geben Sie den Namen des Ladens ein. Das ist der Lauschi Shop. Kann ich hier noch irgendwas? Oh, ein Häschen. Oh mein Gott, ja, das passt doch. Das passt doch. Der Flauschi-Shop. Laden, Flauschi-Shop. Laden. Ton. Sehr schön. Flauschi-Shop. Produkt scannen. Optionen. Das ist ja süß. Laut. Er snickst dann laut. Das weiß ich noch nicht, ob das okay ist. Ich habe Vollbild. Auflösung. Ja, okay. Alles hoch, wir wollen alles hoch. Sound, ja, lassen wir so. WSAD sprinten, kann ich kriechen? Wieso muss ich kriechen in einem Tiershop? Heben, alt links. Okay. Scanner-App wechseln. Scanner-App. Tablet nach links drehen. Okay, ja, wir werden das schon lernen. Ja. Ja, die Maus ist ein bisschen witzlig schnell. Wo war das? Das ist bestimmt hier die Kameraempfindlichkeit, ne? Ja, okay. Hallo, gehörst du zu mir? Hi. Hi. Das ist aber schön hier. Hi. Ja, hi. Wer bist denn du? Hey, ja. Hallo, ich freue mich, den neuen Ladenbesitzer kennenzulernen. Oh. Möchtest du lernen, wie man seinen Laden verwaltet und worauf man achten muss? Ja. Ich bin hier, um dir beim Öffnen des Ladens zu helfen und dir... Bin ich gerade gezuckt? Geht's mir gut? Das ist kein Horror. Das ist ein Simulator. Des Ladens zu helfen und dir die Grundlagen des Geschäftsbetriebs beizubringen. Oh, das klingt schon so kompliziert. Der erste Schritt ist das Lager. Ich kann es kaum erwarten. Der Bau des Lagers ist der Beginn deines Abenteuers. Dritter Kaffee. Yeah. Wenn du bereit bist, sprich mit mir. Sichi. Ich guck mich erst einmal um. Ich kann wirklich nicht springen. Hallo. Ich kann mit dir nicht interagieren. Oh, Entschuldigung. Alles gut. La 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 la. Des Diebstahls beschuldigen. Was passiert, wenn ich das ablaufen lasse? Nix, okay. Ich kann nicht auf die Straße rennen. Oh, und hier ist sowieso eine Alperwand. Okay. La 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 la. Das erinnert mich an irgendwo, wo ich schon mal war. Irgendwo in Hamburg. Ich weiß nur nicht mehr, was da drin war. Warum sollte hier ein Tiershop drin sein? Aber ja, gut. Wir intergehen. Hat er gerade Ola gesagt? Großartig. Lass mich nur ein bisschen bewegen. Okay. Ich möchte während der Konstruktion nicht versehentlich von einem fliegenden Möbelstück an der Stirn getroffen werden, als ob ich mit Möbeln werfen würde.
Niemand möchte das. Also musst du, bevor du in den Bar-Modus gehst, den Laden schließen. Und bitte auch alle Mitarbeiter zu gehen. Gib mir einen Moment. Ich habe keine Mitarbeiter. Gib mir einen Moment. Was machst du denn? Hey, oh. Hey, oh. Alles klar, ich bin jetzt in einer sicheren Position. Greife mit der Taste auf das Tablet zu Tab. Tab. Baumodus. Bauen. Wähle das Lager aus und ziehe es über den vorgesehenen Bereich und der Raum erscheint wie durch Zauberhand. Wie praktisch. Was? Ich habe... Wähle das Lager. Lager. Und ziehe es in den vorgesehenen Bereich. Tue ich doch. Achso, ich muss es sicher sagen. Okay. Entschuldigung. Wähle das Lager. Ah, ne? Hallo? Ah, okay. Ich verstehe. Du machst das großartig. Wenn du in Zukunft einen Lagerarbeiter einstellst, musst du ihm Zugang zum Lager gewähren. Okay. Deshalb werden wir eine Tür kaufen. Achso. Ich dachte, er braucht irgendwie Zugriffsrechte oder sowas. Deswegen werden wir eine Tür kaufen und sie ihn dann in die Lagerwand einbauen. Na klar. Tür. Tür. Warum kann ich die Tür nicht hier hinsetzen? Bestellte Produkte können nicht einfach auf dem Boden liegen. Jemand könnte darüber stolpern. Deshalb kaufen wir einige Lagerregale. Okay. Je mehr Regale du hast, desto mehr Produkte kannst du lagern, bevor du sie auf die Verkaufsregale legst. Ja. Okay. Okay. Lager. Regal. Wo darf denn das Regal hin? Ich. Kann ich. Achso, guck mal. Ich kann auch hier mal so ein bisschen. Da möchtest du es hin. Okay. Fantastisch. Und nebenbei haben wir den ersten benötigten Gegenstand, um den Laden zu öffnen. So viel Text. Lassen wir uns die anderen notwendigen Gegenstände... Lassen wir uns sie kaufen? Wen lassen wir das denn kaufen? Ein Ladenregal, eine Kasse und einen Kaninchenkäfig. Wir werden sie später brauchen. Ich hoffe, du erzählst mir alles auch schön nochmal so, weil ich vergesse immer alles. Eine Kasse und ein Kaninchen gegen mittendrin. Okay. Okay. Das war gar nicht so schwer. In Zukunft kannst du den Laden so dekorieren, wie du möchtest. Ja, danke. Wo hast du deine Meinung kundgetan? Bis jetzt hast du die Grundlagen des Bar-U-Modus und des Einkaufens kennengelernt. Der nächste Schritt ist die Bestellung von Waren. Hi. Hi. Und grüßt du einfach Leute, während wir hier uns unterhalten? Sobald du durchgeatmet hast, sprich mit mir. Und wir machen mit dem Lernen weiter. Ich gucke mir erstmal an, was jetzt hier so passiert ist. Ja. Okay. Es gibt Papiertüten, das ist ja schön umweltbewusst. Durchsagen, damit auch jeder hier alles hört, bis ins letzte Detail. Ja, okay. Ich habe noch 16.000 Dollar. Achso, da ist. Großartig, lass uns mit der Bestellung der Waren beginnen. Oh, können wir jetzt mal loslegen hier? Du kannst Waren für die Regale auf dem Tablet bestellen. Nachdem die Bestellung aufgegeben wurde, werden die Waren im Entladebereich entladen. Oh, es tut mir leid, ihr wisst viel Text. Komm, ich zeige es dir. Ja, dafür mussten wir jetzt 3 Schritte weiter gehen. Okay. Hier. Okay, das war ein Spaß von ihm. Öffne das Tablet und bestelle Futter für die Katze. Wie wär's mit für den Kaninchen? Okay. Ich möchte aber Kaninchen machen. Oder für die Katze. Füge es dem Warenkorb hinzu. Ja. Wie viel denn?
Huch. Hä? Katze, Butter. Korb. Okay. Großartig. Warte darauf, dass das Lieferfahrzeug ankommt und die Pakete im Entladebereich ablädt. Entlade dann die Pakete und die Waren werden ins Lager verschoben. Entlade dann die Pakete und die Waren werden ins Lager verschoben. Das heißt nicht, dass ich die reintragen muss, ne? Du kommst zu mir, ne? So, er packt rückwärts ein. Sehr schön. Entschuldigung, was stehen Sie hier rum? Okay. Oh, das ist jetzt wohl passiert. Ich kann nicht in die Ladezone reinlatschen, okay? Jetzt lass uns die Bahn in die Regale einräumen. Komm mit mir. Okay. Oh. Es wird da reingeschoben, aber ich muss es selber einräumen. Ich bin dir weit voraus. Entschuldigung. Ach so. Auch nicht. Du kannst Regale mit einem Scanner verwalten. Zeige den Scanner mit dem Mausrad an. Okay, öffne als nächstes die Regalverwaltungs-App. Richte dann den Scanner auf das Regal und drücke den Mausbutton. Option erscheinen, die es dir erlauben, die Produkte im Regal anzuordnen. Optionen erscheinen. Kennt ihr das? Man liest was vor und weiß dann gar nicht mehr, was drin stand. So geht's mir, wenn jemand jetzt so viel labert. Optionen erscheinen, die es dir erlauben, die Produkte im Regal anzuordnen. Wenn du fertig bist, sprich mit mir. Mausrad? Weil Katzenfutter, das sind Dosen, ne? Das Sortiment auf allen freien Regalen platzieren. Das Sortiment von allen Regalen ist. Nee. So, so. Das ist doch jetzt Mist. Ich bin noch nicht fertig. Kann ich. Nee, ich möchte das jetzt. Gut. Und da haben sie das Produkt im Regal. Du siehst nicht begeistert. Was findest du scheiße, was ich gemacht habe, ne? Denken Sie daran, Produkte gibt es. Hat er mich nicht eben noch geduzt? Produkte gibt es in verschiedenen Größen und nicht alle passen in die Regale. Zum Beispiel große Kratzbäume. Gott, das gibt es auch noch. Nee, es ist wie sie. Mitarbeiter. Oh, Mitarbeiter, ja. Wenn Sie bereit sind, sprechen Sie mit mir. Klar, ich möchte aber erstmal. Kann ich das jetzt nicht mehr ändern? Hey. Gut, dann bin ich wohl bereit. Wo ist mein Kaffee eigentlich hier? Du kannst den ganzen Laden ganz allein führen. Aber mit der Zeit wirst du feststellen, dass du etwas Hilfe brauchen könntest. Deshalb zeige ich dir gerne, wie man Mitarbeiter einstellt. Kommen wir jetzt zur Kasse. Ich möchte das hier ändern. Das gefällt mir nicht. Kitty. Palate, Plate. Und Fleisch. $100? Das ist aber Premium-Katzenfutter. Hi. Du brauchst nicht immer Hi sagen. Sobald du einen Mitarbeiter eingestellt hast, kannst du ihm eine Rolle zuweisen. Ja. Ob es sich um einen Kassierer, eine Reinigungskraft oder Lagerarbeiter handelt. Wie gut ein Mitarbeiter seine Rolle ausfüllt, hängt von seinen Fähigkeiten ab. Ah, okay, ich verstehe dieses Prinzip. Ja. Können wir jetzt auch. Das war kein Witz, oder? Aber niemand wird mit viel Erfahrung geboren. Das war doch kein Witz. Das ist ja wie meine. Also meine schlechten Witze sind ja besser. Lass uns anfangen. Warum haben wir eigentlich keine Musik? Öffne das Tablet und stelle einen Mitarbeiter ein. Ich möchte das Tablet nicht. Ich möchte das Katzenfutter ändern. Hey, wir haben Glück. Der erste bewährt. Was ein Zufall. Der bereit ist, mit uns zu arbeiten, ist erschienen. Fähigkeiten, Kasse. Okay. Sehen können hat er nicht viel Erfahrung. Nicht viel Erfahrung. Woran sehe ich aus wegen dem einen Stern? Aber es ist zumindest nicht null. Das ist ja gut. Wenn er jetzt noch motiviert ist und willig zu lernen, stellen Mitarbeiter an, dann gehen wir zur Ansicht der angestellten Personen über und weisen ihm eine Rolle zu.
Neue Arbeitskraft Auszeichnung für die Einstellung deines ersten Mitarbeiters habe ich gerade auf Steam bekommen. Yay. Müdigkeit, Zufriedenheit, Feuer. Aufgabe festlegen, okay. Wir haben eine Person eingestellt, mit der Kasse, bla 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 bla. Aufgabe. Oh, okay. Kasse. Annehmen. Aha. Du bist ein bisschen von den Sims geflüchtet, oder? Super, alles ist eingerichtet. Jetzt müssen wir nur noch den Mitarbeiter rufen. Okay. War bisher zu Hause, okay. Auf die Ankunft warten. Ja. Der Mitarbeiter wird selbst einen verfügbaren Platz zum Sitzen finden. Der soll nicht sitzen, der soll arbeiten. Wenn Sie ankommen und Ihren Platz einnehmen, sprich mit mir. Ich kann immer noch nicht den blöden Scanner auswählen. Bist du mein Mitarbeiter? Ich habe nicht gesehen, wie. Du siehst aus wie ein Mitarbeiter. Okay. Aha. Sieht so aus, als hätte der Mitarbeiter seinen Platz ohne Probleme erreicht. Was soll er hier auch Probleme haben, außer wenn er ein Knallkopf ist. Ich denke, es ist Zeit, den Laden zu öffnen und zu sehen, ob Kunden Produkte auswählen und Zahlungen vornehmen können. Oh. Um dies zu tun, öffne das Tablet und wähle die Option Öffnen. Er sollte mir auch mal sagen, wie ich da hinkomme und nicht einfach das Tablet öffnen und es steht da 8 bis 16 Uhr. Okay. Oh. Warten wir auf die ersten Kunden und die erste Transaktion an der Kasse. Kann ich jetzt nicht? Ich kann immer noch nicht den Scanner auswählen. Na, gute Frau. Das ist super geiles Premium-Futter. Jetzt im Angebot nur $100. Wollen Sie vielleicht noch eine Packung? Sicher ist sicher. Damit strahlt Ihre Katze. Auch nachts. 3 Packungen zum Specialpreis. 3 nur $300. Hey, ja. Hallo. Bist du bitte freundlich zu unserem ersten Kunden? Hola. Die hat tatsächlich 3 Stück gekauft. Boah, geht es ein bisschen ordentlicher? Also. Das ist $100 teures Katzenfutter. Oh Gott, das sieht wirklich sehr unbeholfen aus. Wir haben gerade unsere ersten Einnehmer erzählt. Ja. Yeah. Erster Kunde, du hältst diese Auszeichnung. Oh, Steam Auszeichnung ist schon weg. Was für ein wunderbares Gefühl. Aber ja, ich fühle mich irgendwie, als hätte ich den Kunden abgezogen. Aber naja. Aber ein Zoogeschäft ist nicht nur für Tierprodukte da, sondern auch für kleine Haustiere. Ja, lass uns Hasen kaufen. Ja, möchte Ihnen gerne zeigen, wie man Haustiere aufnimmt, sich um sie kümmert und sie an verantwortungsbewusste zukünftige Besitzer verkauft. Oh. Eine Reiterei, bis das weißt du, was zu tun ist. Nein. Oh. Habt ihr so eine böse Aura? Nee, ist ein Schatten, ne? Das sieht aber von hier aus, hätte ihr so eine. Das ist aber halt schon hier. Um Gottes Willen. Oh. Kauf von Haustür und der Pflege. Wir kürzen das jetzt mal ein bisschen ab. Ich möchte jetzt endlich hier mal mein Ding machen. Wer ist das überhaupt? Hat er das gesagt? Drücke auf den Käfig, mir die Option, um einen Hasen zu kaufen. Hier kaufen, ja. Will noch einen kaufen. Treicheln, sie sind jedoch nicht immer so fröhlich. Wenn du siehst, dass deine Haustiere traurig sind, stelle sicher, dass sie Futter haben und ihre Umgebung sauber ist. Ja. Oh, guck mal. Ist der nicht süß? Das mache ich den ganzen Tag jetzt. Das mache ich für die restliche Zeit dieser Folge. Okay. Muss ich rein? Habe ich das? Oh. Streicheln, streicheln. Okay.
möchte noch einkaufen. Hat das was gekostet? Eigentlich? Hallo? Ah? Oh, guck dir diese süßen Mopsel hier an. Ja, okay. So, was jetzt? Das war's. Viel Glück. Ja, gut, danke. Wir bestellen ihn nochmal. Hier, ne? Oh Gott, jetzt vermisse ich ihn. Ich bin auf mich allein gestellt. Lager, Katzenfutter. Kitty Pellet. Wir haben ja. Hier, so. Erstmal, war es jetzt schon drin? Okay. Oh. Wo ist denn mein Warenkorb? Achso, hier. Nee, warte, nochmal leer, bitte. So. Mausbytes. Ja. Und. Was haben wir denn hier alles? Fisch mit Katzenminze, das klingt auch gut. Okay, Korb. Hä? Wo sind die anderen denn jetzt hin? Ja, okay. Okay. Ich krieg das ab. Ah, ihr kauft. Wollt ihr diese kaufen? Ah. Ja, guck mal, Häschen, bis meine. Entschuldigung. Wie krieg ich das hier wieder weg? So. Oh, okay. Ja, hier standen ja auch viele Leute rum. Ach du Heil. Der Park da. Habe ich jetzt hier schon irgendwas? Hey. Das Sortiment auf. Ach, guck mal. Ich hatte hier noch. Bestellte Ware wurde im Lieferbereich. Okay. Kein Platz im Lager. Oh. Was? Oh. Huch. Geh. Das Sortiment auf. Oh, ich hatte wohl noch so ein paar. Oh. Soll das hier noch rein? Keine Ahnung. Aha. Ja, ich hab da. Oh, es hat jemand die Häschen gekauft. Ich hätte gern gesehen, wie die eingepackt werden. Also, wie sie da. Die dreht Däumchen, okay. Ja, wenn ich jetzt so viel Kram habe, was kostet denn ein Regal? Wo finde ich denn das? Baumodus. Oh, muss ich erst das Geschäft schließen? Nee. Der ist nicht so. Kann ich nur Katzensachen? Hier kann ich Angestellte. Das ist Prolog, okay. Oh Gott. Entschuldigung. Hätten Sie mal bitte die Füße abtreten können? Entschuldigung, Sie stehen hier im Nassen. Das macht man nicht. Das ist respektlos. Oh. Wie unhöflich, ja. Hier kaufen. Mache mal sauber. Essen habt ihr noch? Ich hoffe, das stimmt so. Wir haben 12.51 Uhr. Wann? Ach so, bis 16 Uhr machen wir, ne? Oh ja, gutes Premium-Katzenfutter. Gutes Premium-Katzenfutter. Kaufen Sie. Wieso? Was ist hier los? Entschuldigen Sie bitte. Okay. Das war mir ein bisschen suspekt. Hallo. Ja. Kann ich dich nicht direkt mit streicheln? Nee, Moment. So. Oder? Habe ich jetzt beide? Schon wieder dreckig.
Hey. Okay. Sie schmeißt es sehr lieblos darüber, ne? Bam. Kasse ist zu. Kriegt doch jeder mit. Oh, okay. Vielleicht war die vorhin nicht zufrieden wegen ihr. Ja, bitte. Verwaltung. Mach eine Pause. Du kannst nach Hause gehen. Du bist gefeuert für die Ausbildung. Nö. Nix. Ist schon gut. Du hast doch nicht mal den ganzen Tag gearbeitet. Muss ich dich selbstständig in Pause schicken? Hi. Hast du mir Hi gesagt? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, kann ich euch vorher anlabern? Hey. Hallo. Lass mich in Ruhe. Hey, ja. Hallo. Ah. Dann nicht. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Blub. Oh, ist da dreckig hier. Aber wenigstens muss ich nicht irgendwie separat mit dem Mausrad oder so den Kram hier auswählen, so einfach nur draufklicken. Oh. Auffüllen. Auffüllen. Hallo. Auffüllen. Wir haben da so ein paar von. Ist das Lager nicht mehr ganz so voll. Du, 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 du. Oh, jetzt passt es rein. Nein. Nur so ein Teil. Der Mitarbeiter ist müde, denken Sie an eine Pause. Verwaltung, mach eine Pause. Muss ich denn Kram machen? Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Die Kasse hat mir keiner erklärt. Wo machst denn du jetzt eine Kaffeepause in der Ecke? Ja, jedem das seine, ne? Vielleicht machst du ja auch so lange Pause, bis die Leute hier was kaufen. Sie macht einen Pausenspaziergang. Gut, ich meine, hat ja auch die ganze Zeit da gesessen, ne? Kann ich mit dir sprechen? Ja, bitte. Hi. Hi. Nee, es ist schon kurz erledigt. Happiness, Tiredness. Sie geht ins Lager. Was macht sie allein im Lager? Was ist gerade dran passiert? Mensch, ich hab's irgendwie nicht mit dieser Lagertür, ne? Huch! Ach du Heiliger. Die Bedienung der Kasse umfasst mehrere Schritte. Zuerst wählen und scannen Sie das Produkt, das der Kunde auf die Theke gelegt hat. Sieg im Laden. Oh. Kann ich das? Okay. Audio Control Cabinet. Bedienung der Kasse, bitte. Nach dem Scannen Ihres Produkts legen Sie, es läuft die Zeit aber weiter, ich hoffe nicht, legen Sie es in die Tüte, halten Sie das Produkt einfach um die Tüte und klicken Sie, um es dorthin zu bewegen. Wenn alle Produkte gescannt wurden, drücken Sie Gesamtsumme, Abschluss auf dem Bildschirm, um die Zusammenfassung anzuzeigen. Der Kunde legt das Geld auf das Tablett. Und Sie können es nehmen. Wenn der Kunde mehr als den fälligen Betrag... Oh nein, ich kann nicht rechnen. Ah, zeigt jetzt, wie viel Wechselgeld Sie zurückgeben müssen. Das ist schon mal gut. Nehmen Sie den korrekten Betrag. Wenn der Kunde den genauen Betrag zahlt, ist es nicht notwendig, Geld auszuwählen. Nehmen Sie den Kassenbon, legen Sie zum Schluss das Wechselgeld zusammen mit dem Kassenbon auf das Tablett. Der Kunde wird das Geld und die Tasche nehmen, um Platz für den nächsten Kunden zu machen. Okay. Ah. Hallo. Hey, ja. Hi. Piep. Hey.
Puff. Piep. Puff. Gesamtsumme erhalten. Hey. Wechselgeld 0. Danke. Hallo. Ja, was, ja, Entschuldigung. Ich komm. Hier. Ah. Ah. Gott. Ich habe tatsächlich schon mal an der Kasse gearbeitet und ich finde es furchtbar. Also, wenn Leute mit Karte zahlen, okay, finde ich gut, aber ich hasse das, ich werde dann nervös. Entschuldigen Sie bitte, wir schließen bald. Was ist eigentlich mit deiner Pause? Ist jetzt mal gut hier? Gehst du von alleine jetzt wieder hin? Oh, Gott sei Dank. Ihr habt einen Hundenapf. Hasen trinken doch gar nicht aus sowas. Sie trinken doch aus der Flasche oder geht doch so. Entschuldigung, wir schließen bald. Du weißt nicht, was du hier tust? Kitty, bei der Trennfleisch können Sie mir helfen. Natürlich, bitte folgen Sie mir. Das haben wir nicht, oder? Oder ist das das, ja? Okay, hier. Das ist das doch. Erster Tag geschafft, Auszeichnung für das Überstehen mit des ersten Arbeitstages. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Ich weiß, der Laden ist so groß und unübersichtlich. Da kann man sich schon mal verlaufen. Hi. Sie rollt ja richtig mit ihrem Popöchen darüber. Paff. Wie, du steckst hier was ein. Oh, was ist hier los? Hey. Wollt ihr euch keine Orte kaufen? Mensch. Oh, und ja. So, bitte schön. Ich mach schon mal... Hey. Mach schon mal sauber hier. So, wo ist denn das? Wo ist denn das Geschäft? Falsche Zeit, um den Laden zu öffnen. Okay, schließt er automatisch. Okay, kann ich dann jetzt bitte mein Regal kaufen? Warte, das ist verdammt. Baumodus. Wir schließen das Geschäft und warten, bis alle Kunden und Mitarbeiter das Geschäft verlassen haben. Bitte, Verwaltung, du kannst nach Hause gehen. Auf Wiedersehen. Ja. So, Baumodus. Ah. Du warst, das ist sowas hier, ne? Traditionelles Regal. Auch traditionelles Regal. Das gibt es alles nur leider im Prolog, nicht im Prolog. Egal für große Artikel. Egal für große Artikel. Was ist das? Diebstahl-Sicherungstor. Das ist wichtig, ne? Oh, jetzt muss ich auch noch zwei kaufen. So. Aquarium. Hamstergehege. Okay, eins nach dem anderen. Einkaufskörbe. Erst das Regal. So, wir haben erst noch das Billigregal. Kann ich auch... Ah, ich kann ranzoomen. Okay. So kann ich Q und E. Achso. Okay, so und so. Das sind schon mal vier Regale. Wobei, ich finde, das kann ich euch... Ich kann euch umsetzen, ne? So, guck mal. Da so ein bisschen Platz lassen. Ach, guck mal, das geht auch. Das ist ja toll. So. Das ist doch wie im Futterhaus. Ist das Futterhaus? Da sind hier welche an der Wand und dann gehen hier eigentlich auch noch so welche ab.
Bei euch möchte ich hierhin. So. Ein Lagerregal vielleicht noch. Wo finde ich das denn? Lager. Gemeinschaftsraum. Was? Warum ist hier nichts? Was? Nein. Bauen. Lager. Räume. Türen. Fenster. Was? Ich möchte ein Lagerregal haben, bitte. Wo finde ich denn das? Polo. Toiletten gibt's nicht im Polo. Okay. Ach so, das ist das. Ich verstehe das nicht. Was ist denn das für ein Regal hier? Ist das ein traditionelles Regal? Nee, das ist kein traditionelles Regal. Auch ein Lagerregal. Ich habe natürlich gut aufgepasst, was der Herr mir dabei erzählt hat. Sanitärbereich? Nein. Gemeinschaftsraum? Nein. Lagerregal! Musiksteuerungszentrale. Das brauchen wir auch. Ist ja witzig. Wenn Kunden unterhalten sind, dann kaufen sie mehr. So. Das ist schon mal dein Gemeinschaftsraum. Damit die Tante sich einen Kaffee kaufen kann. Nö, noch schafft die das so. Verkaufsstelle. So. Jetzt brauchen wir noch Einkaufskörbe. Die stehen ja eigentlich immer am Anfang. Und wenn die Kunden dann da fertig sind, können die es da wieder hinstellen. Ich hoffe, das ist nicht zu eng. Sonst. Huch, nein. Leg dich mal ein nach hinten. So. Also, man kommt rein, man hat einen Korb, man kann da räume ich ja noch ein. Was haben wir denn noch hier? Für große Sachen war ja noch. Wo ist denn das? Ein großer Artikel, das sieht hübscher aus. Und zwar packen wir das denn hin. Die Kratzbäume und so ein Kram. Ja, eigentlich ja. So. So. Und hier. Und da, oder ist das zu eng? Und dann holen wir noch ein normales Regal. Hier. So. Das sollte jetzt erstmal reichen. Was ist das? Kann ich es anmalen? Ich kann die Wände anmalen. Das kostet bestimmt auch Geld, oder? Nee. Oh, will ich das überhaupt? Nee. Was zur Hölle ist das? Nee, guck mal, hier sind die Katzensachen. So. Ja, da hinten könnten auch Katzensachen sein, ne? Oh Gott. Das ist doch was ganz anderes als das, was da steht. Das ist eine Maus? Oder ein Elefant? Ne, es ist eine Maus. Oh Gott, ist das kitschig. Okay, wir machen nur die eine Wand da hinten. Die muss wieder geändert werden hier. Was ist das? Das ist tatsächlich das, ja? Okay. Das sieht doch recht neutral aus, ne? Dum, di, dum, di, dum. So. Ich kann nicht ziehen, ich muss hier das anklicken. Furchtbar aus, ne? Okay, ich liebe Hasen, aber es tut mir leid. So, Fußboden. Ich weiß noch nicht. Ich weiß schon nicht mehr, welchen wir hatten. Das ist okay.
Okay. So, jetzt kann noch mal ins Lager. Mal ein Schöckchen Kaffee hier. So, kann ich eigentlich meinen Tag beenden? Aber ich könnte auch eigentlich schon mal einräumen, ne? Sortiment arrangieren, das Sortiment auf einräumen. Okay, die Rind bleibt. Okay. Ich habe sehr viel Kitty-Rindfleisch, ne? Ich nicht. Okay. Ja, dann mach mal. Okay. Ja, das ist doof gemacht, ne? Okay, das ist da. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Da konnte doch hier auch große Sachen. Was ist das? Das Spiele spielen. Katzentoilette. 50 Stück. Ui, das kostet aber viel. Kratzbaum. So viele brauchen wir nicht. So viel haben wir auch nicht. Ha! So, ich muss ja irgendwas kaufen, was hier noch drin ist. So, stellen bitte. Lieferung ist unterwegs. Oh! Ach, heilige Kacke. Was habt ihr gemacht? Ja, so funktioniert sauber machen. So. Es wird langsam dunkel. Ich muss noch meine Bestellung reinholen. Oh. So. Ich möchte bitte das hier oben drin haben. Warum passt da kein Fünfter rein? Achso, es sind fünf. Wir haben keine sechs bestellt. Okay, alles gut. F-App wechseln. Hm? Türklingel einstellen. What? Nee, mit Sicherheit nicht. Es könnte alles irgendwann auf den Bäcker gehen, ne? Den. Okay. Was ist das? Das geht noch nicht. Okay. Okay. Dann öffnen können wir noch nicht. Können wir Nacht überspringen. Ja. Ja, aber jetzt noch eine halbe Stunde. Geht's euch noch gut hier? Ja. Na, guck mal, wie da an der Scheibe rumtapst. Hm? Ich kann doch auch kriechen, oder? Stand da? Da. Ja, hallo? Und die kommen zu mir. Ich adoptiere euch. Ich kaufe euch für mich. Und das eigentlich mit meiner Musikanlage. Keine Lautsprecher? Brauche ich Lautsprecher? Hallo, lass mich mal hier. Musik im Laden, brauchen Sie Lautsprecher? Ich darf noch schnell rein. Brich den Lautsprecher her. Das, oh Gott, Dekoration. Oh, Licht. Das wäre auch eine Idee.
Wo war denn das? Das war doch ein La- Da gibt's keine Lautsprecher. Na toll. Spiel schon mal speichern, bitte. So. Wir machen noch ganz klein bisschen. Ja, dann öffnen. Wo ist meine Mitarbeiterin? Nee, ich wollte das nicht machen. Ah, ich hab den Mitarbeiter vergessen. Hey, rufen. Kasse. Noch ein paar Lebensmittel kaufen, ne? Die können wir es echt nicht merken, ne? Achso, wenn wir schon Hasensachen verkaufen, könnten wir ja auch mal, das ist zu teuer, ein paar Hasensachen. Die so anbieten. Das ist ein bisschen zu viel. Oh. Wir haben es dann gleich. Nee. Oh. Hat sich das. Gut. Aha. Ja. Oh, die Tapete ist süß. Keiner mehr klauen hier. Sie haben Geld für das gestohlene Produkt erhalten. Okay. Die Polizei ist unterwegs. Wo ist warum kommt denn? Weihshop. Kosten für einen zusätzlichen Raum betragen 10.000. Okay. Oh Gott, hier ist ja was los. Oh. Hier kann ich nicht interagieren. Aha. Ich klaue jetzt das Polizeiauto. Oh mein Gott, es ist ein Geisterauto. Oh. Hallo, danke. Ihre Hilfe. Oh Gott, nur Geisterautos. Was spekuliert ihr denn? Kratzbaum, können Sie mir helfen? Ja, natürlich. Oh, wie süße Taschen sind das denn? Vielen Dank. Es sind übrigens sehr tolle Kratzbäume. Aha, ich möchte auch so eine haben. Wer ist denn da gerade ins Lager gegangen? Da ist doch gerade irgendwas. Oh. Oh. Aha. Entschuldigung, dürfte ich mal ganz kurz bitte? Dürfte ich einmal? Danke. Oh. Noch wieder Dreck? Nee. So, was hatte ich jetzt nochmal gekauft? Hasenzeugs, ne? Scan. Kaninchenschüsseln. Das war schon. Na. Nein. So. Entschuldigung, lassen Sie nicht stören. Ich muss nur mal ganz kurz. Danke. Oh. Ja, dann nicht, ne? Ja, noch. So.
wollte ich jetzt vor dem Lager. Da stehen ja noch Sachen drin. Das heißt, das kann ja dann nur das Zeug hier sein. Oh. Nee, das ist es nicht. Habe ich so viel davon gekauft? Aha. Ja, da steht doch noch irgendwas im Lager. Was ist denn das dann? Egal-Skin? Nee, das geht hier nicht, ne? Nee, warte, kann ich auch diese Tür? Weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. So, du kommst hier klar, ne? Kunden sind mit dem Zustand des Tieres nicht zufrieden. Kümmern Sie sich um das Haustier, damit es ein neues Zuhause finden kann. Mein Gott, du hast doch eben was zu essen gehabt. Euch geht's doch so super hier. Die ersten zwei wurden sofort gekauft. Na, nein, okay. Muss da weg. Hey. Hey. Hey, yo. Kann ich eine Durchsage machen? Nee, kann ich nicht. Was steht denn da bitte noch in meinem Lager? Nee, nicht Tür. Nee, da. Okay. Da ist nichts mehr im Lager. Hi. Schnell, schnell, schnell. Wo wart ihr denn? Draußen ist doch gar nicht so ein Dreck. Findest du einfach nichts? Noch geht doch. Miau, Spites. Das ist ja noch mehr Premiumpreis hier. Okay. Entschuldigung, ich habe hier gerade gewischt. Ich müsste mal so ein Schild aufstellen. So klagen die mich nachher noch. Ja, die sind süß, ne? Hey, yo. Hallo. Ich empfehle dir das Produkt also. Oh Gott, ich muss ja wirklich was tun. Gedanken des Kunden. Zeit bis zur Antwort. Antworten auf Kundenanfragen. Überzeugen Sie den Kunden zum Kauf, indem Sie auf seine Gedanken eingehen. Die Antworten müssen zum selben Thema sein, sonst möchte der Kunde das Gespräch nicht fortsetzen. Verwandte Antworten. Preis, Qualität, Unzufriedenheit. Dass der Kunde nicht immer in Stimmung ist und der Versuch, ihn zu überzeugen, ihn reizen könnte. Okay. Oh, das war aber nicht richtig. Hi. Hi. Okay, Entschuldigung. Tut mir leid. Oh. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst, hat das was gekostet? Oh, da braucht jemand Hilfe. Oh, kann ich ihn... Hey. Suche Kitty bei Trinkfleisch. Ja, natürlich. Hey. Okay. Ja. Vielen Dank. Gerne. Hallo. Ja, das weiß ich zufällig, was es ist. Entschuldigung, ich muss durch. Hier. 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 Mensch. Er ist so dreckig hier, das sieht man da nicht so gut, ne?
Was kostest du mich? Boah. Du musst gleich mal Pause. Weißt du was? Gehen wir jetzt in Pause. Hi. Nee, noch nicht. Hi. Hey, die kannst du noch machen. Gehört? Oh, die sind Hi. Müde. Ah. Ja, ich kann dir nicht helfen. Ich bin. Ich höre eine Musik. Hallo, hallo, hallo. Achtung, Achtung. Hallo. Sie macht den Verdauungsspaziergang. Achtung, Achtung, liebe Kunden. Wir haben heute Sonderaktion. 3 für 300. Gut, wenn hier keiner bezahlen will. Wie geht's dir so? Hola. Du bist nicht mehr müde, ne? Ja, dann gehen wir wieder an die Kasse, bitte. Kann ich Ihnen helfen? Hoppers Heaven, haben wir das? Ich glaube schon. Hier. Vielen Dank. Kein Ding. Mal sehen, vielleicht mache ich uns da irgendwie eine ganz leise kleine Musik drunter, so lange, bis wir hier mal Lautsprecher kaufen können. Aber hier war doch vorhin Musik. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur so doof. Geht das nur mit... Hör doch was. Ich sehe auch den Ausschlag. Irgendwas passiert ja, aber. Ja, 2 Stunden hält es noch durch, ne? Was mit dem Gehalt? Oh, ja. Nee, ist ja alles gut. Hi. Könntest du aber langsam mal was dazu lernen, irgendwie. Für die Ausbildung bezahlen. Ich kann dich auch bestimmt auf Ausbildung damit schicken, ne? Wer? Du? Also. Unmöglich. Hola. Hier ist nichts mehr von da. Hier ist auch nichts mehr von da. Aha. Oh. Aha. Mehr verdienen, stellen wir einen Reinigungskopf ein. Ich glaube, noch lohnt sich das nicht so. Ich glaube kaum, dass ein Kratzbaum so viel kostet wie 4 Packungen Katzenfutter. Aha. Ich denke, da machst du mit dem Kratzbaum ein Schnäppchen.
Und mit dem Futter? Habe ich gerade einen Denkfehler? Egal. Hi. 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 Hat euch immer noch keiner gekauft? So, liebe Kunden, halbe Stunde habt ihr noch. Hoa. 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 Wie liebevoll sie es tut. Buff. Okay, ich gehe schon weg. Oh. Liebe Kunden, wir schließen in ca. 15 Minuten. Aha. Taschen. Aha. Aha. Ja, alle raus hier bitte. So, könnt ihr euch mal ein bisschen kurz fassen hier? Da. Oh ja. Ja, brauchst du mal freundlich sein. Du hast schon Feierabend und der hier hält alles auf. Das habe ich auch immer gehasst. Ne? Ich glaube, das ist jeder, der sich denkt, ey Kunden, ne? Ihr kennt eigentlich die Zeiten, wir sagen es nicht mal durch, warum geht ihr nicht? Und dann musst du die Kasse, wenn alle weg sind, musst du abschließen, dann musst du die Kasse machen, musst du sauer machen, dann musst du hoffen, dass die Kasse stimmt. Hey. Hey, ja. Das sieht nicht aus, als wüsste sie, was sie da tut. Wie viel gibt's denn? Okay, hat sie es richtig gemacht? So, Meldung, du kannst nach Hause gehen. Danke. 4718. Nicht schlecht. So, euch geht's schlecht, ja. Oder ein Wasser. Reinigen wollt ihr nicht. Streicheln. Und den anderen. So. Ja, oh, reinigen. Ist doch für die erste Folge gar nicht schlecht, oder? So, dann würde ich jetzt einmal speichern. Hier müsste noch Flausch-Shop dran stehen, dann wird es mir besser gefallen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare oder drückt ein Däumchen nach oben. Dann freue ich mich. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.